Maschine hat einen Zweizylinder mit 659 Kubikzentimetern Hubraum und einer Leistung von 95 PS in der Variante. Es gibt auch noch eine mit 100 PS, die liegen dann bei 10.500 Umdrehungen an. Das maximale Drehmoment liegt bei 67 Newtonmeter bei 8.500 Umdrehungen. Der Tankinhalt beträgt 15 Liter und durch den sparsamen Verbrauch, den so ein Zweizylinder einfach mit sich bringt, kommt man damit auch ein gutes Stückchen weit. Und jetzt kommen wir auch schon zum größten Aspekt, der für die Maschine spricht, und zwar ist das Gewicht. Aprilia hat es einfach hinbekommen, das Gewicht der Maschine auf 183 Kilogramm zu drücken. Das ist genauso viel, wie meine MT07 damals gewogen hat. Und da ist es einfach absolut krass, dass Aprilia das mit 183 Kilogramm auf die Straße gestellt bekommt. Die Sitzhöhe liegt bei 820 mm, das ist wirklich ein schönes Mittelmaß zwischen einer Höhe, die auch für größere Leute funktioniert, aber auch noch kleinere Leute draufpassen, weil der Schrittbogen relativ eng ist. Der Neupreis der Maschine liegt bei 11.050 Euro, damit ist es nicht besonders günstig, aber man muss auch einfach sagen, die Maschine hebt sich deutlich von den Konkurrenzprodukten ab, also eine Honda CBR 650R kann da nicht mithalten, eine Ninja 650 schon mal gar nicht und dann hört es eigentlich auch schon wieder auf, was es so am Markt gibt. Meiner Meinung nach hat Aprilia alles richtig gemacht, die Maschine ist absolut perfekt am Markt platziert mit der richtig geilen Optik mit den LED-Lichtern, Voll-LED hat man verbaut, einem coolen TFT-Display, einem guten Fahrwerk, einer vernünftigen Bremse und einfach dem Image, das Aprilia schon mit sich bringt, ist es eigentlich die absolut ideale Maschine. Man hätte es meiner Meinung nach eigentlich kaum besser machen können. Es ist jetzt sehr, sehr schwer zu beschreiben, wie sich die Sitzbank für mich anfühlt, weil das eben alles nicht Originalzustand ist. Das heißt, wenn ihr euch die Maschine kauft, wird sich das etwas anders fahren. Wir haben jetzt hier eine abgepolsterte Sitzbank und ein tiefer gelegtes Fahrwerk hinten. Dementsprechend wird heute der Test des Fahrwerks auch etwas anders ausfallen. Man hat schon ordentlich Druck jetzt bei meiner Größe von 1,95 Meter auf den Handgelenken. Aber gut, ich meine, was hat man erwartet, wenn man ein sportliches Motorrad fährt? Ich sitze schön integriert in dem Motorrad. Der Knieschluss hier am Tank ist wunderbar. Die Maschine breit, baut überhaupt nicht breit. Also ihr habt ein sehr, sehr schmales Bike einfach hier vor euch und dementsprechend passen hier auch meine Beine, obwohl ich 1,95 Meter bin, extrem schön unter den Tank und da habe ich einfach das Gefühl, dass ich sie über meine Beine schön dirigieren kann, schön in die Schräglage reindrücken kann und das gibt einfach Selbstvertrauen. Kniewinkel ist nicht zu spitz, obwohl sie jetzt tiefer gelegt ist und ich wirklich sowas von riesig bin. Also das ist ja wirklich nicht die Standardgröße, mit der jetzt hier jemand die Maschine fahren wird, nehme ich stark an. Und trotzdem komme ich hier gut drauf zurecht. Kommen wir mal zu den Armaturen. Die Armaturen sind definitiv hochwertig verarbeitet. Gerade das Display gefällt mir extrem gut. Richtig schön ablesbar. Wir haben groß die Geschwindigkeit in grün, hier rechts die Ganganzeige, Drehzahlband ist gut erkennbar, dann haben wir hier oben den Fahrmodi, da sind wir jetzt gerade in Dynamik, oben Temperaturanzeige, dann auf der anderen Seite den Tankfüllstand, dann haben wir hier oben noch den Schaltblitz, der fängt jetzt relativ früh an zu leuchten, weil die Maschine noch nicht viele Kilometer hat. Sonst haben wir ja aber hier ein schönes Steuerkreuz, womit wir durch das Menü switchen können. Untypischerweise haben wir hier auf der rechten Seite den Lichtschalter. Das ist normalerweise hier auf der linken Seite. Da haben wir aber hier bei der Maschine nur Lichthupe. Kommen wir nochmal auf die Spiegel zu sprechen. Und mit den Spiegeln bin ich nicht zufrieden. Also die Spiegel, man sieht okay da drin. Also die Sicht ist jetzt nicht das Problem. Allerdings bei etwas höheren Drehzahlen fangen die an so dermaßen zu vibrieren, dass du eigentlich quasi nichts mehr da drin erkennen kannst, sondern sind die Spiegel hinfällig. Dementsprechend, da müsste man sich vielleicht eine andere Lösung für überlegen. Jetzt stelle ich mir vor, ich bin auf der Autobahn unterwegs, fahre 130 oder so und will im Rückspiegel sehen, ob da jemand kommt. Kann man eigentlich so gut wie vergessen. Was ich auch noch positiv anmerken möchte, ist an dem Display, und das ist jetzt nur eine wirkliche Kleinigkeit, aber was mir einfach unfassbar taugt, ist, wenn so ein Tacho jedes einzelne km/h langsam hochzählt. Also ihr seht das jetzt, wenn ich hier Gas gebe, zählt er, zeigt er jedes einzelne km/h an. Und das finde ich einfach nur übelst geil. Das machen die wenigsten Tachos, also Triumph. Die Bikes von Triumph machen das beispielsweise noch, aber meine Yamaha macht das nicht. Und ich finde, das sieht halt einfach nur übel nice aus, wenn man hier so beschleunigt.
ist aber wirklich nur eine Kleinigkeit. Wie ich aber schon im Internet gehört hatte, ist der Sound einfach richtig, richtig geil. Für einen Zweizylinder klingt er richtig schön aggressiv und bissig und gerade für eine Euro 5 Maschine echt stark. Da gibt es echt gar nichts. Bräuchte man jetzt klangtechnisch überhaupt keinen anderen Auspuff draufziehen, meiner Meinung nach. Motor ist sehr, sehr kräftig, hat schon von unten raus ordentlich Druck. Also das macht wirklich richtige Freude. Also hier untertourig bei 2.500 Umdrehungen, zweiter Gang. Da geht wirklich ordentlich was voran. Also klar, oben kommt dann die Leistung. Allerdings hat sie schon ab knapp 6.000 Umdrehungen 90% ihres Drehmoments. Und das ist wirklich ordentlich. Da muss man sagen, kommen wir mal damit zum Motor und Getriebe. Was da direkt auffällt, ist, dass der Blipper bzw. der Quickshifter unfassbar gut funktioniert. Also damit bin ich sehr, sehr zufrieden. Das hat Aprilia extrem gut hinbekommen. Sowohl hoch als auch runter mit geöffnetem Gas ist hier bei der Maschine möglich. Und das funktioniert einwandfrei. Also das könnt ihr in jedem Drehzahlbereich machen, gar kein Problem. Ganz easy. Und da schalte ich hier in der Ortschaft in den fünften oder sechsten Gang hoch, überhaupt kein Problem. Das heißt, man braucht eigentlich die Kupplung nur einmal zum Losfahren und dann war es das auch wieder. Taugt mir extrem. Das ist auf einem ähnlichen Niveau wie damals bei der Honda CB 1000R Black Edition. Da war der Quickshifter auch unfassbar gut abgestimmt. Sonst das restliche Getriebe. Funktioniert einwandfrei, überhaupt keine Probleme mit. Es gibt keine Zwischengänge, nix. Die Gänge gehen butterweich rein und sonst tut es hier keine Schläge und gar nichts. Also das ist wirklich auf einem Top-Niveau, so wie man das eben für den Preis auch erwarten würde. Das Rausbeschleunigen aus den Ortschaften, ja, das macht einfach Freude. Man hat jetzt ehrlich gesagt nicht so das Gefühl wie bei der MTL9, dass dich quasi so vom Motorrad runterreißen will wegen der Leistung. Das liegt aber einfach daran, dass man auf der MTL9 viel mehr dem Wind ausgesetzt ist. Also ich glaube, in den Beschleunigungswerten steht die R660 hier, der MTL9 tatsächlich, obwohl sie deutlich schwächer ist von der Leistung, gar nicht mal so viel nach. Also das ist wirklich geil. Und damit kommen wir mal zum Fahrwerk. Ich kann das jetzt nicht 100% bewerten, weil ich, wie gesagt, hier eine Maschine habe, die hinten tiefer gelegt ist und das Federbein dementsprechend hinten sich ganz anders verhält. Das heißt, ich werde nur auf die Gabel vorne eingehen und dazu kann ich euch sagen, dass sie wirklich ein schönes, ausgewogenes Verhältnis zwischen Straffheit, also Sportlichkeit und Alltagstauglichkeit bietet, insoweit ich das jetzt überhaupt testen kann in der kurzen Zeit. Das muss man immer unter dem Aspekt sehen, dass es eigentlich so gut wie keine schlechten Bikes mehr heutzutage gibt. Das muss man wirklich dazu sagen. Und in der Regel erkennt man Feinheiten, die wirklich die Spreu dann vom Weizen trennen, erst nach längeren Fahrten. Und dementsprechend kann ich jetzt nur so viel bewerten, dass es mir wirklich Freude gemacht hat. Also in Schräglage fühlt es sich stabil an, da habe ich keine Probleme mit. Sonst bei Bodenwellen und Schlaglöchern fühlt es sich trotzdem relativ komfortabel an. Ich muss allerdings sagen, gut, damit hat jetzt das Fahrwerk nichts zu tun. Mein rechtes Handgelenk fängt langsam an wirklich zu schmerzen. Also ich muss wirklich sagen, auch beim sportlicheren Fahren hat das Fahrwerk hier bzw. die Gabel überhaupt keine Probleme. Das heißt, in dem Bereich, wo ich das jetzt testen kann auf der Landstraße, werdet ihr damit absolut glücklich werden. Gar kein Problem. Und dementsprechend kommen wir jetzt mal zu den Bremsen. Zur Bremse kann ich sagen, irgendwie ist es ist interessant, wie die funktioniert. Wenn ich vorne in die Vorderbremse reinlange, dann ist es so, dass erstmal gar nichts passiert und plötzlich beißt sie zu und erhöht den Druck. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, man muss sich da ein bisschen dran gewöhnen, aber wenn man das macht, dann funktioniert sie wirklich gut. Sie hat nämlich einen ordentlichen Bremsdruck zur Hinterradbremse. Naja, da habe ich eine etwas andere Meinung. Die Hinterradbremse spürst du gefühlt gar nicht. Also ich weiß nicht, was da los ist, aber da tut sich fast nichts. Da würde ich mir bei der Hinterradbremse ein bisschen mehr wünschen. Vorderradbremse dennoch richtig schön dosierbar,
Wir haben hier auch andere Hebel dran. Ja, ich muss aufpassen, das ist nicht meine Maschine und hier ist überall nass und klitschig. Ja, dementsprechend kann ich hier jetzt nicht so am Limit fahren. Wir haben andere Hebel dran, die sind dementsprechend einstellbar. Ich weiß gar nicht genau, wie es jetzt bei den Originalhebeln wäre. Ja, irgendwie komme ich auch an den hinteren, also an den Hinterradbremshebel überhaupt nicht schön dran. Ja, die Hinterradbremse taugt mir nicht. Muss ich ehrlich so sagen. Mit der Maschine wäre es aber eigentlich prädestiniert, eine 0 auf 100 zu machen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt in der kurzen Zeit noch einen Streckenabschnitt finde, wo es möglich ist. Hätte ich aber schon sehr, sehr Bock drauf. Ich denke mal hier, die macht irgendwas zwischen 3 und 4 Sekunden. Wenn man es ein bisschen drauf hat. Hier vorne machen wir dann gleich mal eine 0 auf 100. Starten wir das mal. Boah, es geht auf jeden Fall noch viel schneller. Aber dafür müsste ich mich jetzt an die Maschine mehr gewöhnen. Und das hat sich definitiv schon ziemlich zügig angefühlt. Also, ja. Wo würde ich die Maschine einordnen? Sie ist definitiv ein besseres Motorrad als jetzt zum Beispiel die CBR 650F, die ich schon getestet habe. Und demnächst wird dann auch nochmal ein Test mit der CBR 650R kommen. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich die Maschinen vergleichen lassen, ob sie sich überhaupt vergleichen lassen. Genau, oder ob die Aprilia da deutlich überlegen ist. Davon gehe ich jetzt mal spontan aus. Aber wollen wir mal nicht zu früh urteilen und der Honda noch eine Chance lassen. So, wir haben jetzt auf den zurückliegenden knapp 300 Kilometern einen Durchschnittsverbrauch von 5,1 Litern gehabt. Das ist typisch für so einen Zweizylinder, liegt definitiv in der Reihe. Oh, ist das warm. Es ist übel schwül, regnet aber andauernd. Ja, und was mir jetzt auffällt, hier drückt sie irgendwo übelst die heiße Luft raus. Ich glaube, die kommt hier raus und dann bläst mir das hier so ans Bein, also wenn ich hier stehe. Auch nicht ganz so geil im Sommer, muss man sagen. Also ich kriege jetzt hier gerade so eine schöne Arschheizung. Wie gesagt, tut mir leid, dass das jetzt hier so ein kurzer und knapper Test ist, obwohl es eine geile Maschine ist und ich sie gerne ausführlicher getestet hätte. Vielleicht kommt es nochmal dazu. Ich würde mich trotzdem riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ja, habe ich noch irgendwas vergessen zu erzählen? Fazit zu der Maschine würde ich sagen, echt ein Top-Bike. Es ist absolut ideal, dass Aprilia so eine Maschine jetzt platziert hat mit den 660 Kubik, dem Zweizylinder. Das ist alles richtig gemacht, alles das, was aktuell so der Zahn der Zeit ist und wonach die Leute suchen. Die Leute wollen keine Drehorgeln mehr, die von unten raus keine Leistung mehr haben. Danach sucht keiner mehr heutzutage. Also die Leute wollen unten raus Punch haben, das, was auf der Landstraße funktioniert. Die Drehorgeln wie eine R6, die unten raus stinkt gegen die Maschine hier locker komplett ab. Also ich denke mal so am Start verseilt sie die komplett und das spricht, denke ich, für sich. Dementsprechend hat Aprilia hiermit, denke ich, alles richtig gemacht und na gut, könnte ein bisschen billiger sein, aber lass die Maschine ein, zwei Jahre alt sein und dann gebrauchte Maschinen auf den Markt kommen und dann könntet ihr hier mit Sicherheit für gute Preise schießen. Wenn sie bis dahin nicht irgendwelche Kinderkrankheiten entwickelt hat, würde ich das Maschinchen hier auch wärmstens empfehlen. Bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Die Qualität ist top. Die Fahrerei macht Spaß. Leistung vollkommen ausreichend. Da sind wir auch mal wieder beim Punkt, den ich in meinem letzten Video aufgegriffen hatte. Ob es denn immer mehr Leistung sein muss? Nein, muss es nicht. Hier die 95 PS. Ich war die ganze Zeit immer am Überlegen. Ich muss definitiv nochmal die Tuono 660 fahren. Und ich würde es definitiv nicht ausschließen, dass ich irgendwann vielleicht nochmal von einer MT09 auf eine Tuono 660 umsteigen würde, weil ich sage, hier, pass auf, die 95 oder 100 PS, die reichen mir komplett. Ist mir doch egal, ob du 115 hast. Die benutzt du eh nie. Und ja, das ist komplett ausreichend im Alltag. Und das war es soweit zu dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da.
Wenn ihr euch auf weitere Tests freut, schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Motorräder ich weiterhin testen soll. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schaut gerne auf Instagram und TikTok vorbei, wenn ihr keinen weiteren Content von mir verpassen wollt. Haut rein, bis zum nächsten Mal.